So, Leute, ich hoffe, es geht euch gut. Heute ein Try-on, wettergerecht. Und zwar präsentiere ich euch heute Trend Jacken. Ich präsentiere euch Jacken in Größe 46. Und zwar kommt da ein stylischer Snake-Print-Leoparden-Muster-Jacken-Trenchcoat-Dings da drin vor. Für mich direkt mal Kurzfassung, weil ich bei den Videos nicht erkläre, der Leoparden Snake Print Trenchcoat hält auf gar keinen Fall warm. Eher für stylische. Ihr könnt damit auch im Schwimmbad rumlaufen bei 34 Grad. Euch würde in der Jacke ein Scheiß werden, weil die ist einfach nur zum gut aussehen. Aber die sieht, ich finde die schon. Ich finde die schon fresh. Wenn man die richtig kombiniert, so wie bei dem Model da bei Asos, dann sieht das fresh aus. Ich habe das jetzt nur auf Druck schnell angezogen. So blub, dom, dom, drehen, zeigen, machen, fertig, öh. So, und die zweite Jacke, von der bin ich eigentlich total fasziniert. Die ist von Primark, die hat 12 Euro gekostet, auch in der Größe 46. Warum ich fasziniert davon bin? Eigentlich habe ich mit Primark schlechte Erfahrungen und ja, komm, ja, günstig. Aber dementsprechend auch die Qualität, wenn so ein Top 2 Euro kostet, dann. Man muss Glück haben oder man hat halt eben kein Glück. Ich hatte bis jetzt kein Glück. Dann dachte ich, ja komm, wir probieren es nochmal, holen wir die Jacke für 12 Euro. Und ich bin positiv überrascht. Hält auch nicht warm, sieht aber gut aus. Die dritte Jacke hält warm. Die ist von Zalando, die hat mich 40 Euro gekostet. Das ist meine Fluffy-Jacke und das ist so meine Push-Jacke, so irgendwie Fluffy-Bomber-Jacke-Mischung. Ich streiche mich dann auch voll selber, ne? Weil die ist so flauschig, da bin ich wie so eine Katze. Das klang irgendwie komisch, dann streichle ich mich damit selber. Ihr wisst schon, was ich meine. Die ist total flauschig und so. Ihr seht das gleich. Na egal. Auf jeden Fall, die hält tatsächlich warm. Ich war erstmal stutzig so, weil flauschige Jacke hält die wirklich warm. Aber die hält wirklich warm, wenn die jetzt nicht 8 Stunden in der Kälte steht. Weil ich komme damit zum Bus und kann umsteigen in den nächsten Bus und komme damit zur Arbeit und brauche insgesamt für den ganzen Arbeitsweg mit Umsteigen 50 Minuten und in der Zeit hält die Jacke mich gut warm, ne? Also noch detaillierter geht es nicht, ne? Wollen wir nicht lange drum herum reden? Fangen wir mit dem Try-on der Winterjacken, Schrägstrich Stylingjacken an. Bis gleich. Das waren die Jacken. Ich habe nicht mehr viel zu sagen. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Nicht an mir, sondern stellt sie euch bildlich an euch vor, denn an Models, an wunderschönen, perfekten Models sehen die Sachen immer so toll aus. Und man denkt immer, oh, die sehen dann an mir bestimmt genauso aus. Aber im Endeffekt sieht das Model aus wie Model, ne? Aber wir sehen so aus wie so Trash, so Trash da. Unterster Trash da unten mit den Sachen, deswegen zeige ich es euch mal an einen Normalverbraucher, Normalverdiener, normal 0815 Mädchen wie mir, damit ihr euch mal so ein bisschen Eindruck mitnehmen könnt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben oder macht Vorschläge, wie ich mein Video verbessern kann. Ich bin immer noch neu. Und tut mir leid, ich bin heute einfach nur, oh, ich habe wenig geschlafen und ich habe Hunger und ich habe nichts zu essen zu Hause. Ja, genau, wie kann jemand wie ich nichts zu essen zu Hause haben? Egal, ich finde schon irgendwas, ne? Dann, ich kann nur sagen, passt auf euch auf, bleibt gesund, verliert nicht die Hoffnung, macht es gut, ja? Au revoir.